Willkommen, liebe Gamer. Da ihr so schöne und nette Kommentare in den letzten Wochen geschrieben habt und auch bei Toto nachgefragt habt, möchte ich euch einmal gerne einen Einblick geben, was ich denn aktuell so anstelle und angestellt habe. Ja, Clash of Clans habe ich seit Dezember 2013 gespielt und somit gute 6 Jahre lang. Ich bin sehr, sehr dankbar darüber, was ich so als Spieler und auch als besonders als YouTuber erreichen konnte. Neben Clash of Clans, welches wirklich super schön viele Möglichkeiten bietet, habe ich auch schon vorher gerne mal andere Games gespielt, wie Far Cry, Just Cause oder Anno oder auch Supreme Commander gezockt. Aktuell spiele ich hin und wieder mal World of Warships und während ich euch in diesem Spiel ein paar Einblicke gebe, werde ich nebenbei einfach von mir erzählen. Für alle, die es schon kennen, hier eine kurze Einführung nur am Anfang und dann im Game erzähle ich mehr noch von mir. World of Warships gibt es bereits seit 5 Jahren und ist weiterhin noch im Beta-Status mit der aktuellen Version 0.9.9. Also in der Regel spielen 2 Teams gegeneinander und auch hier in diesem Spiel gibt es den täglichen Bonus. Der ist einmal direkt am Anfang eingeblendet, das habe ich jetzt hier nicht, den habe ich schon eingesammelt. Da gibt es dann entsprechend Kreditpunkte oder Erfahrungspunkte. Und man kann hier täglich Container bekommen, da sind dann auch noch schöne Sachen enthalten. Die habe ich auch schon alle eingesammelt und das sollte man auch tun. Da kommen schöne Punkte zusammen. Dann geht es natürlich los, dass man meistens erstmal mit einfachen Schiffen beginnt. Das ist auch hier so, die Stufe 1, wie hier unten zu sehen ist. Kann man das sehen mit der Maus? Ja, hier kann man das sehen. Hier unten mit der Stufe 1. Und was ich natürlich noch sagen möchte, ich spiele jetzt hier am PC. Das gibt es allerdings auch für Android und für Apple, soweit ich das weiß. Ich spiele es am liebsten aber am PC, da habe ich den schönsten Überblick. Logischerweise allein schon wegen der Größe vom Monitor. Ja. Dann gibt es hier ganz viele Möglichkeiten, das Schiff zu verbessern. An sehr, sehr vielen Stellen. Das ist einmal so, dass der Kapitän hier oben, dass man dort Punkte verteilen kann, nämlich hier. Also einmal hier, präventive Maßnahmen, verringert das Risiko, dass Haupttürme, Torpedowerfer und so weiter ausfallen. Hier kann man sich ganz viel aussuchen und ich bin meistens hier bei Ausdauer auf der linken Seite sehr gut gefahren damit. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, das Schiff selbst abzudaten. Das ist jetzt hier nicht ganz so viel. Hier kann man zum Beispiel eine Verbesserung einsetzen. Das ist an dieser Stelle so. Höhere Schiffe haben dann hier noch mehr Möglichkeiten. Da werde ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Ich habe ja gesagt, auch nur eine kurze Einführung. Dann kann man das Äußere hier verändern mit Flaggen, mit Signalen. Die haben auch noch Möglichkeiten zu verbessern. Zum Beispiel jetzt hier eben, dass die Brandbekämpfung besser ist. Wenn man hier angeschossen wird, kann das Schiff auch mal anfangen zu brennen. Ja, und dann noch Tarnung kann man auch noch dann verändern. Kann man entweder kaufen, dass die Gegner einen schlechter sehen können. Und dann ist natürlich schön, wenn man natürlich immer vorwärts kommt, wie es auch bei Clash of Clans schon war, ist es so, dass man mit der Forschung hier auch größere Schiffe sich erwerben kann und forschen kann. Da gibt es jetzt hier mehrere Länder. Ich habe jetzt auf Deutschland zum Beispiel gewesen, habe erstmal bei Kreuzern natürlich gespielt, damit habe ich angefangen. Da habe ich mal Zerstörer gespielt, habe mir auch einen Flugzeugträger geholt, den können wir uns mal kurz anschauen. Der sieht auch irgendwie cool aus, finde ich zumindest. Ist natürlich eine ältere Variante, jetzt nicht das Neueste vom Neuesten. So kann man das hier sehen. Jawohl. Und ich bin dann hängen geblieben, wie wahrscheinlich viele andere auch, bei den Schlachtschiffen. Da habe ich eigentlich am meisten Spaß jetzt dran gefunden und das dann entsprechend auch verbessert. Dann schauen wir mal hier, die Gneisenau war das hier. Ja, und hier wurde natürlich so entwickelt, dass natürlich die Schiffe auch deutsche Namen haben, die es ja nie gegeben hätte und hat. Also ein Flugzeugträger glaube ich nicht, dass wir Deutschen nicht jemals hatten, mit dem Namen Rhein, Weser und so weiter. Und gibt es natürlich hier die Bismarck, die hat es dann schon gegeben. Immerhin, war schon mal interessant. Es gibt natürlich auch andere Länder, die man hier wählen kann und dann weiterentwickeln kann. Soll man natürlich immer überlegen, weil man kann immer nur das nächsthöhere Schiff nehmen, wenn man das vorherige bereits entwickelt hat. Ja, und das sollte es auch erstmal für einen Anfang sein hier, wenn ich hier weiter ins Detail gehe, dann vielleicht später noch einmal. Lass uns einfach mal ein bisschen zocken.
So, und hier kann man jetzt erstmal sehen, mit der Stufe 1 Schiff bin ich hier losgerannt und sieht man oben zum Beispiel ohne diesen Doppelpunkt vor dem Namen, das sind menschliche Spieler und die mit dem Doppelpunkt sind aufgefüllte Computermitspieler hier, denn das macht ja auch viel mehr Spaß, wenn hier mehrere Leute mit dabei sind. Ja, und man kann hier frei drehen erstmal. Es gibt zwei Ansichtmodi. Wenn man jetzt nichts drückt und einfach nur dreht, dann Glück werden, und ruhige Wasser. genau, dann werden auf jeden Fall erstmal die Geschütze in die Richtung ausgedreht. Ja, man kann natürlich auch das Schiffshorn benutzen. Das finde ich immer ganz lustig und auch mal den allen viel Glück wünschen. Ja, und wenn man jetzt hier so das einvisiert, dann kann man das hier sehen, dann visieren sich alle Geschütze in die Stellung ein, wie sie natürlich erreichbar sind. Wenn ich nach vorne schieße, kann ich das hintere Geschütz nicht schießen, logischerweise. Also sollte man eventuell immer ein bisschen seitlich fahren als Tipp. Ich möchte auch wieder ganz viele Tipps geben, wie ich schon bei Clash of Clans auch gemacht habe. So kann man am besten zocken. Ja, und wenn man die rechte Maustaste drückt, hier ist es so, dass man in die freie Sichtmodus geht, einfach mal sich umzuschauen, um einen besseren Überblick zu bekommen. Ja, ich finde es ja schön. Diese Welten hier sind sehr unterschiedlich. Hier sind wir einmal bei Winter. Und man kann rechts unten, sollte man die Karte nicht außer Acht lassen. Da sind schon viele interessante Informationen zu sehen. So kann man ranzoomen hier, freies Umsehen, wie man sieht hier. Und dann sieht man auch hier zum Beispiel diese Kringel da in der Mitte. Wenn die orange sind, dann zoomen und visieren sich noch die Geschütze ein und oder laden nach. Unten sieht man jetzt vier Punkte. 1, 2, 3, 4. Das sind vier Geschütze. Und wenn alle grün sind, dann sind sie jetzt auch in dieser Richtung schießbar. Genau, und da haben wir schon mal einen Gegner. Mal gucken, ob wir den mal einvisiert bekommen. Ich gucke erstmal gerade. Entfernung zur Luft. 4,7 Kilometer kann ich schießen und 8,3 sehen. Ja, und da schießen wir erstmal hier da drauf. Immer so ein bisschen vorschießen in die Richtung ist nicht schlecht, dass man dort auch das richtig erwischt. Jawohl, das hat geklappt. Und da sieht er rechts einen Durchschlag, rechts über dieser kleinen Karte. Da nochmal. Dann habe ich getroffen. Das ist so ein Zitz kommt da ganz kurz. Da, zwei Durchschläge auch wieder. So trifft man dann die Gegner ganz gut. Man muss natürlich schauen, wo fahren die jetzt hin? Weil bis dann die Kugeln dann angekommen sind. Oh, den habe ich schon viel schwerer getroffen. Da sieht man das, dass er einen Ausfall hatte. Jetzt ist bei ihm irgendwas ausgefallen. Und wieder erwischt. Durchschlag. Das wird dann auch gewertet, wenn man das gut erwischt hat. Sieht man oben rechts zum Beispiel, 17 Minuten und 36 läuft das Gefecht noch. Dann ist Schluss. Und dann wird abgerechnet, wer wie viele wahrscheinlich noch Schiffe in diesem Fall hier übrig hat. Oder wenn man die gegnerische Basis übernommen hat, dann hat man auch gewonnen. Auch wenn dann der Gegner vielleicht noch mehr Schiffe hätte. Sondern immer schön drauf zielen, niemals nachlassen. Und versuchen auch vielleicht nicht gleich immer ganz vorne zu stehen. Man muss ja auch nicht immer hier schreien, sich abschießen zu lassen. Denn je mehr man hier in diesem Geschehen näher ist, wie die da zum Beispiel sich extrem nahe stehen, dann schießen sie sich natürlich die ganze Zeit auch an. Ja, und der ist jetzt erstmal hin, wie man sehen kann. Unser Team hat die Führung übernommen. Jawohl, na gut, wir haben drei abgeschossen, das ist ja klar, kein Wunder. Oben rechts sieht man, wie gesagt, 11 Einschüsse, einen Ausfall und einen Brand habe ich angezettelt auf dem Schiff. Und 3704 Schaden habe ich ausgeteilt. Das sieht man, wenn es jetzt eintrifft, sofort wieder zählt das weiter hoch. Je mehr Schaden und mehr man da geschafft hat, umso mehr Punkte und bekommt man nachher, um sich vielleicht sein Schiff zu verbessern oder natürlich dann noch ein neueres, ein größeres Schiff zu kaufen oder einen anderen Schiffstyp. Vielleicht mag ja gerne einen Flugzeugträger zum Beispiel spielen. So, ja, und jetzt erstmal zum normalen Geplänkel hier. Ob ich jetzt meinen Kanal umbenenne oder das Design ändere, das weiß ich noch gar nicht. Kann ich überhaupt nicht sagen. Ich bin jetzt auch keiner, der groß ankündigt, hier mit diesem Game jetzt riesige Videos zu erstellen und dann kommt nachher doch wieder nichts. Ich mache das einfach mal ganz entspannt. Vor allen Dingen, weil ihr so nett geschrieben Unser Team habt. hat die Führung übernommen. Immer noch, ja, sehr gut. Dann merke ich vor allen Dingen, jetzt merke ich auf jeden Fall, dass mir Video erstellen auf jeden Fall sehr viel Spaß macht und mit euch zusammen das durchzusprechen. Ich denke mal, das Game bietet auch eine schöne Möglichkeit, habe ich das angeschossen, die schöne Möglichkeit, Livestreams zu machen, weil man da auch gut interagieren kann, vor allen Dingen in den Pausen dann, vor allem wenn man irgendwo hinfährt. Ja, und ich habe hier bei dem Game eine Menge eingeschalten, da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein, dass man hier den Status sieht, wie weit die angeschossen sind zum Beispiel, das sieht man standardmäßig nämlich nicht. Auch die Auflösung habe ich jetzt nicht auf volle Auflösung gesetzt, damit man hier
auf jeden Fall schnell rumdrehen kann und damit ich euch ein flüssiges Video einigermaßen anbieten kann. Da bin ich immer noch dabei, die Videoeinstellung optimal einzustellen. So, ja, also hier sieht man jetzt schon wieder eine Menge in Brand gesteckt. 15 Minuten geht das Game, ja, und drei Gegner haben wir nur noch und immer schön feste drauf. Und wenn man jemanden zerstört hat, gibt es auch noch auf jeden Fall einen Bonus. Und das wird oben auch gezeigt. Ne? Ich schieße so ein bisschen vom Zielen her immer so ungefähr auf die Mitte. Also wenn der quer fährt, mir nicht entgegenkommt oder nicht wegfährt, dann versuche ich immer so in die Mitte von dem Rumpf zu zielen. Natürlich nach vorne, wenn er vorfährt, vorfährt schon so ein bisschen mehr weiter vorne. Das hat gesessen. Man sieht ja auch, er hat eine sehr kurze Entfernung. Oben sieht man 3,3 Kilometer. Das ist nicht weit. Da trifft man dann noch relativ leicht. Oh, ich sehe schon, hier kann ich auch ganz gut quatschen hier mit euch zusammen. Man muss immer ganz gut wissen, wie weit schießt sein Schiff. Dass man weiß, ob man den noch erwischen kann. Andere Gegner-Schiffe können eventuell ein bisschen weiter entfernt schießen. Das ist dann nicht so schlecht zu wissen, dass die einen nicht anschießen können. Es gibt später auch Schiffe, die da ganz schön böse Bewaffnung haben. Die sollte man lieber etwas entfernt nur nicht auf die Pelle rücken. Das war's. Das war die erste Runde. Alle Schiffe zerstört. Und das sehen wir jetzt gleich in der Statistik auch hier. Da 20.116 Münzen habe ich bekommen. Und bei der Teamwertung, ja, habe ich den meisten Schaden verursacht. Das kann man sehen. Einmal ein Schiff zum Sinken gebracht und 246 Schaden ausgeteilt. Schauen wir uns mal noch eine etwas größere Variante an, und bei den höheren Schiffstypen, wie jetzt hier, sind nur noch menschliche Gegner meist mit dabei. Das ist jetzt schon etwas größeres Schiff, wie man sehen kann. Die Stufe 7 ist das hier, die Gneisenau, hat 60.650 Schaden, was sie einstecken kann, bis sie dann kaputt ist. Man kann hier unten wählen zwischen HE-Granaten, das sind die leichten Granaten. Und AP, das sind etwas die schwereren Durchschlaggranaten. Die leichteren Granaten sind für leichtere Schiffe, Gegner, gut gedacht. Und die schweren, die AP, für die schwereren Gegner ganz gut gedacht. Das wird am Anfang nicht unbedingt immer. Es gibt immer Tipps oben, die kann man auch schön lesen, während man noch im Wartemodus ist. Dieses Schiff bietet noch zum Vorteil auch noch Torpedos an. Wie man hier sehen kann, die werden erst noch scharf geschalten, in 35 Sekunden gleich sind die auch fertig. Dann gibt es die Möglichkeit mit R das Schiff zu reparieren, vor allen Dingen wenn es brennt oder wenn irgendwas kaputt gegangen ist vom Hauptgeschütz. Mit T kann man begrenzt Schaden wieder reparieren, also wieder auffüllen an Lebenspunkten. Das sieht man hier links bei dem Schiff in grün, zurzeit voll. Aber wenn da so ein hellgrauer Bereich ist, dann kann man das wieder reparieren lassen. Aber da steht eine Ziffer 4, das kann man nur viermal machen. Und da sieht man jetzt oben zum Beispiel, kann ich dort ein Beobachtungsflugzeug losschicken, um die Schussreichweite erheblich zu vergrößern. Schießen wir hier mal. Leider schon wieder versteckt. Die können sich natürlich auch immer mal tarnen, und beziehungsweise, wenn die so weit weg sind, bin auch ich nicht immer sichtbar. Mal gucken, ob ich was treffe. Eine weite Entfernung. Ich habe das schon mal gehabt, dass ich auf die weite Entfernung gleichen schweren Schaden austeile. Das heißt, beim Schaden immer die Zitadelle wurde getroffen. Da muss ich erstmal nachlesen, was die Zitadelle überhaupt ist. Und die Zitadelle ist das Lager mit der ganzen Munition an Bord. Mal gucken, ob das trifft. Na, man sieht schon, jawohl, das hat geklappt. Auf 15 Kilometer ist schon nicht schlecht. Aber schon ein bisschen Schaden angerichtet, 2300. Das wird ihn jetzt nicht gerade so umbringen, aber gerade bei diesen anderen Schiffstypen hier, denen sollte ich nicht so nahe kommen, denn die können auch Torpedos rausschicken und ziemlich viele sogar. Und die tun schon weh, da sollte man verstecken bleiben. Oder besser abschießen, wenn es geht. Da habe ich zu kurz geschossen, zu knapp, sieht man. Muss ich ein bisschen weiter vorschießen, wieder daneben. Und unten sieht man, lädt er nach. 15 Sekunden, die erste, zweite, 15 Sekunden auch jetzt. Der dritte wäre jetzt ein Schuss möglich. Deswegen immer ein bisschen seitlich, empfehlenswerterweise. Jawohl, das hat gesessen. Und ihr seht, bei den kleinen Schiffen sieht das ziemlich durch. Die sind aber auch sehr wendig. Also wenn der sich dauernd dreht,
Das war ein großartiges Gefecht. Sag ich, gut gemacht. Ja, ein bisschen kommunizieren finde ich auch echt geil, weil diese Sprüche, die man da auswählen kann, ist natürlich jetzt in meiner Sprache gut zu hören, aber es sind ja viele auch in anderen Sprachen hier unterwegs und die werden dann wohl übersetzt. Und so kann man sich echt gut auch sprachübergreifend unterhalten. Oh, das hat Düt gemacht. Da muss man sofort reagieren. Da hat er mir noch netterweise ein paar Torpedos. Genau, da war ein Hülleneinbruch, da habe ich sofort R zum Reparieren. Und den kritischen Maschinenschaden auch. Sogleich zum Reparieren angesetzt. Und mit T auch gleich die Reparatur angesetzt. Ja. Das kann man nur begrenzt oft machen. Da habe ich einen schweren Schaden abbekommen. Deswegen hört man da dieses Geräusch dort. Ja. Und da, wenn man seitlich das trifft, das Schiff, dann kommt oft so ein Abpraller zustande. Der macht natürlich leider keinen großen Schaden. Und jetzt sieht man zum Beispiel ein Stückchen Grau dort bei meinem Schiff. Links eins geblendet, links unten. Da, jetzt habe ich erstmal noch ein paar Torpedos selber losgeschickt, dass mir das keiner entgegenkommt. Flugzeug haben wir abgeschossen, ja. Bei den Flugzeugträgern, die ja auch oft sind, kann man noch eine Priorisierung ansetzen, dass zum Beispiel die Seite etwas stärker bewacht wird. Aber alles kenne ich auch noch nicht von dem Spiel. Da bin ich noch sehr am Anfang hier. Da kann man bestimmt noch viele Informationen sammeln. Ich höre auch mal andere YouTuber hier. Aber das ist unterschiedlich. Ich versuche mich nicht zu treffen. Er ist gerade mal 6 Kilometer weg. Das müsste eigentlich gut getroffen sein, ne? Ganz schön Schaden eingesteckt. Aber der schießt auch, jawohl. Und das war's. Das hat gut geklappt und so habe ich den hier gut erwischt. Ja, und ihr seht, die Zeit geht hier wie im Nu rum. Dann gehen wir nochmal zurück zur Hauptansicht. So, wieder in der Hauptansicht angekommen. Ich bin überhaupt nicht dazu gekommen durch das viele Reden, was ich denn eigentlich sonst so angestellt habe. Also wir waren auf einer Kreuzfahrt, jetzt schon während der Corona-Zeit. Das hat richtig Spaß gemacht, das war total entspannt, weil vor allen Dingen man dort sehr, ja, bewirtschaftet wird. Also man darf ja selber kaum etwas anfassen, also bekommt man alles gereicht. Das ist total angenehm. Ich finde es total super. Ist sicherlich nicht jedermanns Sache, weil Landgänge meistens nicht erlaubt sind, logischerweise in anderen Ländern. Wir waren auch nur in der Nord- und Ostsee unterwegs dazu. Ja, aber wir waren auch noch im Februar unterwegs und da hatten wir da schon richtig ein Pech. Da war ein Sandsturm und die Reederei hat sich überhaupt nicht um uns gekümmert. Dazu werde ich wahrscheinlich aber lieber mal ein anderes Video machen, wenn mal alle Informationen da sind, weil da läuft auch noch ein bisschen was. Wir sind ja ziemlich sauer. Ja, und das Thema Corona geht mich natürlich auch an. Logischerweise geht an mir nicht vorbei, aber ich halte mich soweit an alle vor. Vorgaben. Da kann ich ganz gut mit leben. Ich kann mich auch aufregen über alles Mögliche oder das versuchen zu leugnen, aber ist eher irrelevant, weil ja, wir haben da einen Opa und wenn der wahrscheinlich das bekommt, wird er das wahrscheinlich nicht überleben und dann denkt man schon etwas anders darüber nach, ob man denn mal eine Maske tragen sollte, auch man selber. Und ich habe auch während der Corona-Zeit für die eingekauft und denen geholfen. Das fand ich einfach war selbstverständlich und da habe ich dann auch sehr vorsichtig hantiert. Jetzt in Sachsen zum Beispiel gibt es zwar sehr wenig Infizierte, aber trotzdem, es ist nicht ausgeschlossen. Man kann es eben nicht wissen. Man sieht, auf privaten Feiern geht da echt die Post ab, vor allen Dingen je größer, umso schlimmer teilweise. Aber das ist nicht meine Entscheidung, ob irgendwas verboten ist. Ich halte einfach Abstand, gebe keinem die Hand, sondern man kann ja auch mit dem Ellenbogen sich begrüßen. Das ist dann, denke ich, auch möglich. Ja, und zum Schluss noch zum Spiel hier. Also hier oben hat man ja die Kreditpunkte gesammelt, dann kann man die Schiffe und ja die Zusatzsachen damit kaufen. Was ich auch erst später gemerkt habe, ist, wenn man hier auf den Kapitän klickt, kann man eben, das hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, auch diese Punkte verteilen. Ich habe jetzt 2 übrig, die ich ja verteilen könnte. Zum Beispiel könnte ich das hier nehmen, der höchste Alarmbereitschaft für 2 Punkte. Die würden folgenden Vorteil bringen, verringert die Ladezeit des Schadenbegrenzungsteams. 10%. Man muss immer mal wieder auch die, ja, die Notwendigkeit sehen, ob das Sinn hat, 10%. Wenn man zum Beispiel irgendwelche Sachen dort kauft, also man kann auch ganz ohne Geld hier auskommen bei dem Spiel, sicherlich, wie es bei Clash of Clans auch schon so war, je mehr Geld man ausgibt, umso eher kommt man hier vorwärts. Bei der Ausrüstung eben zum Beispiel kann man eben auch entsprechend sehen, wenn ich jetzt hier draufklicke, zum Beispiel auf das nächste Schiff. Hier sieht man das eben, das habe ich noch nicht da. Das hat jetzt 5 Möglichkeiten von Verbesserungen hier oben anzusetzen. Kann zusätzlich noch das hier verbessern, den Rumpf, dann die Feuerleitanlage und auch den Motor. Dann wird er meist schneller logischerweise. Und das hat dann noch auch die Reparaturmöglichkeit. Die Reparaturmannschaft, also wieder mehr zu reparieren, hat ein Spähflugzeug für bestimmte Zeit hier.
Wirksamkeit sind 100 Sekunden. Da hat man 100 Sekunden lang eine erheblich größere Reichweite. Nicht schlecht. Sollte man auch beachten, dass das natürlich der Gegner auch hat. Und die hydroakustische Suche, das wäre für mich dann neu. Da kann er dann noch ein bisschen mehr sehen, wo denn die Gegner sind. Ja. Und das sollte es, glaube ich, erstmal zu diesem Punkt erstmal sein. Ich danke euch erstmal für diese tollen Kommentare und dafür habe ich echt dieses Video gemacht. Das war der einzige Anstoß, warum ich das Video überhaupt gemacht habe. Auch sicherlich, weil Toto mal gesagt hat, Mensch, die fragen immer nach dir, die wollen gerne mal wissen, wie es so ist. Da habe ich jetzt etwas längeres Video für euch gedreht und ich hoffe, ich konnte euch etwas damit unterhalten. Und einer hat auch geschrieben, ob ich wieder ein Weihnachtsvideo oder Stream mache. Ich denke, da könnte man schon was draus machen. Vielleicht auch aus diesem Spiel oder aus einem anderen Spiel. Es ist gar nicht so einfach, dass hier ruckelfrei hinzubekommen. Das hat schon einige Anforderungen hier an meinen PC, aber das werden wir auf jeden Fall mal testen. Vielleicht kann man ja den einen oder anderen YouTuber auch noch begeistern dazu. Ist ja schon ein bisschen älter, das Game, auch wenn es noch im Beta-Stadium ist. Wer weiß. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein paar schöne weitere Tage und ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen mit beglücken mit diesem Video. Ich wünsche euch was. Macht's gut, ihr Hübschen. Bis bald. Bye, bye.